BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Ja, Gunzo, du warst privat schon in Dubai. Wie sind deine Eindrücke jetzt hier beim ersten Mal mit der Mannschaft? Sehr schön. Also ich kannte Dubai schon vorher, wie schon erwähnt wurde. Aber ich denke, die Bedingungen, die wir jetzt hier in Dubai haben, sind, kann man, glaube ich, nur träumen. Das wünscht man sich auch dann in Dortmund. Aber ich denke, rundum ist das, glaube ich, bis jetzt ein gutes Trainingslager. Und die Bedingungen sind auch im Moment sehr, sehr top. Vor allen Dingen die Halle neben dem Platz wird oft erwähnt. Ihr geht da immer wieder vor und nach dem Training rein. Wie kann man sich das da drin vorstellen? Was steht da so alles rum? Ja, es ist halt einfach sehr groß. Ne? Man hat sehr viel Spielraum, man hat sehr viele, einen Fitnessraum, der einfach fast 1000 oder 2000 Quadratmeter ist. Und das ist für jeden Sportler, glaube ich, ein Traum. Da geht alles das Herz auf, weil man einfach so viel machen kann, so viel trainieren. Man will eigentlich gar nicht mehr weg von der Halle, sondern halt einfach da bleiben und dann trainieren. Die müsst ihr mit nach Dortmund importieren. Jetzt seid ihr schon ein paar Tage auf dem Platz. Was waren bisher die Inhalte? Wo liegen die Schwerpunkte im Moment? Ja, wir haben so weitergemacht, wie wir in der Hinrunde. Unser Passspiel, unser Spiel nach vorne wird immer ein Schwerpunkt sein. Aber ich denke, dass wir auch, dass noch andere Schwerpunkte dazukommen. Wir haben noch eine Woche Zeit, dass wir noch viel, viel Zeit oder viel, viel Trainingseinheiten noch hier haben und Möglichkeiten haben, das aufzutrainieren. Danach geht schon wieder Schlag auf Schlag. Dann haben wir 9 Spiele. Wenn wir weiterkommen sollten, dann 13 Spiele. Dann geht's. Deswegen müssen wir uns hier auf jeden Fall die Grundlagen auf jeden Fall voraussetzen. Regeneration zwischendurch ist auch wichtig. Dazu hattet ihr jetzt die Gelegenheit gestern Nachmittag und heute Morgen. Du bist ja schon ein bisschen länger als Profi dabei. Wie sehr muss man da auch darauf achten, das zwischendurch zu machen, und wie kann man sich pflegen zwischendurch? Ja, sehr. Also ich finde es enorm wichtig, mal auch für den Kopf mal rauszukommen. Die Jungs waren in der Mall, ein paar haben sich einfach hier in den Pool gelegt. Das ist für den Kopf, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Wenn du 9 Tage ständig dich ansiehst und die ganze Zeit miteinander hängst, dann fällt irgendwann der Kopf ab. Vor allem, wenn du dann dazu Besprechungen kommen mit den ganzen Trainingsinhalten, dann brummt der Kopf. Deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, wenn man einen Nachmittag mal frei hat. Sportlich hat man das Gefühl, du bist sowieso schon angekommen. Privat aber auch. Du machst sehr viel mit den Jungs. Was zeichnet denn die Jungs aus? Wie ist die Mannschaft? Sehr gut. Also wie ich es mir auch vorgestellt habe im Sommer, alles sehr lockere Jungs, alles sehr, sehr lustig. Die Mannschaft ist sehr, sehr lustig. Jeder kommt mit dem sehr, sehr gut aus. Und das hat uns, glaube ich, in der Hinrunde auch ausgezeichnet, dass wir so einen enormen Teamgeist entwickelt haben über die Saison hinaus und auch schon im Sommer am Anfang in der Vorbereitung. Das brauchst du auch, wenn du Erfolg haben willst. Jetzt morgen der erste Härtetest gegen Eintracht Frankfurt. Eine Mannschaft, gegen die ihr vor kurzem gespielt habt in der Bundesliga. Was erwartet euch da morgen? Wie wird das? Keine Ahnung. Wir gucken nur auf uns. Wir haben unsere Trainingseinheiten jetzt knapp eine Woche oder über eine Woche jetzt trainiert und wollen die Schwerpunkte, die wir jetzt im Trainingslager oder auch in Braga hatten, wollen es auf jeden Fall morgen im Spiel mitbringen. Und dann werden wir dann sehen, wie das Spiel dann verläuft. Aber erstmal ist das wichtig, was wir machen, dass wir unsere Trainingspunkte sehr gut umsetzen, dass wir das halt fürs Spiel auch brauchen. Du hast schon gesagt, es wird viel Wert gelegt auf Sachen, die in der Hinrunde gut geklappt haben, die nicht so gut geklappt haben. Was sind die Ziele jetzt für die Rückrunde in allen 3 Wettbewerben? Ja, es ist halt, wie gesagt, es ist halt eine Halbserie gespielt und jetzt kommt quasi die wichtigste Phase der Halbserie, und deswegen müssen wir auf jeden Fall nochmal nachlegen und das bestätigen, was wir in der Hinrunde geschafft haben. Wenn wir das tun und wenn wir von Spiel zu Spiel denken und wenn wir jedes Mal unsere Topleistung abliefern in jedem Spiel, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir dann wieder so eine Hinrunde, also so eine Rückrunde wie die Hinrunde gespielt haben. Du hast jetzt beides noch nicht holen dürfen, den DFB-Pokal noch nicht und die Euroleague auch noch nicht. Hast du da irgendeine Präferenz von den beiden oder was ist da das Ziel? Nein, erstmal ist es noch ein sehr, sehr weiter Weg, vor allem in beiden Wettbewerben. Wir haben noch sehr, sehr viele Spiele vor uns. Darüber im Moment mache ich mir jetzt keine Gedanken. Klar wäre es schön, einer der beiden Titel oder beide Titel zu gewinnen, deswegen... Aber dafür arbeiten wir und wir werden von Spiel zu Spiel gucken, dass wir unsere Topleistung rankommen und dass wir auf jeden Fall unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben, dann auf jeden Fall die erreichen werden.